Hey Leute, willkommen zurück zu System Shock 2. Wir sind noch immer auf den Hydroponics, oder ja, diese Kultivierungsanlagen, und suchen noch die... Ich sollte ein bisschen aufpassen. Wir suchen noch die letzte Klimaanlage. Ist das eine Leiter? Ach so. Ja, dann kann ich gleich nochmal zurück. Ich habe es bei den anderen auch nicht gemacht, da hochklettern. Und müssen den letzten Annelidenvirus installieren. Dr. Polito hat sich schon über Funk gemeldet. Und hat ihren Unmut geäußert. Sehr freundlich formuliert, denn sie hat uns angekeckt. Warum wir uns so viel Zeit lassen und nicht mal den Hintern ein bisschen bewegen. Immerhin hat sie schon genug Zeit mit uns verschwendet, ne? Ist eine nette Frau. Aber ich kann sie irgendwie vielleicht auch ein bisschen verstehen, weil... Ach komm. Ja. Sie wartet ja immerhin schon die ganze Zeit auf einen Retter und wir sind wirklich wohl noch der Einzige, der hier am Leben ist. Und nicht von dieser komischen Masse schon infiziert wurde. Das haben wir ja schon in diversen Audiologs mitbekommen, dass die Leute da etwas durchdrehen. Nachdem sie... da korreliert sind. Ah, schön. Kisten. Gut. Da drüben ist auch noch was. Zack. Auch nochmal eine Antistrahlenspritze. Ja, von denen kann man nicht genug haben, finde ich. Gut. Och, nee, das ist... Was ist das? Ach ja, wieder eine Midwife. Und ich höre eine Kamera. Ach, komm schon. Ach, guck mal, da ist er ja. Und ein Roboter. Wollt ihr mich... Nein! Nein! Warum hat so eine blöde Hebammen-Roboter-Tussi eigentlich einen Laser? Sagt mir das mal einer. Da, du Schabracke. Die lebt noch! Nein! Oh, wisst ihr was? Das ist mir jetzt so egal. Ich werde das Teil... Ah, und ich renne genau rein. Ich pfeife. Ja, Munition verschwenden, ne? Das mache ich gerne, wisst ihr ja. Oh, da ist wieder so ein Ei. Tach. Und es hat wieder was dabei. Schön. Ei hat was dabei. Ich mache immer einen Speicher, weil ich habe keine... Ja, ich habe kein toxisches... Ja, Antitoxin-Serum mehr. Kein toxisches Antitoxin-Serum. Hast du gut formuliert, Bruger. Boah, genau deswegen. Und ich weiß nicht, wann das Zeug weggeht. Ich habe nämlich schon festgestellt, das tut's irgendwie überhaupt nicht. Ja. Ach, sieh mal. Das müsste das letzte sein. Nö, da ist noch eins, weil hier sind noch ein paar Dinger auf dem Boden. Ach komm. So, peng. Ich kann's zwar nicht mehr looten, aber ich glaube, das habe ich ja eben. Hab's vergessen. So, was sollen wir denn hier? Planschen gehen? Ja, da ist gar nichts im Wasser. Was habe ich das jetzt gemacht? CO2. Ist hier noch irgendwas versteckt? Gucke ich nicht wieder richtig? Und ihr sagt es mir später in den Kommentaren. Das werden wir jetzt erfahren. Oh, seht mal, durch die Mod, die Zahlen sehen halt echt viel besser aus. Genauso die Symbole. Super. Also danke nochmal an Timo. Timo, my man. Oh, oh, oh. Ich gehe da nicht durch. Da ist nicht nur eine Überraschung in jedem 10. Ei, sondern irgendwie in jedem. In jedem 2. fast schon. Entweder so ein blöder Wurm oder die platzen auf und ich vergifte mich wieder. Nö, nö, nö. Könnt ihr mal knicken. So, aber ich glaube, ich bin hier fertig, oder? Ich bin hier fertig. Warte mal, ich will mal kurz gut checken. Nein. Es war hier. Notizen. In 4 Klimaanlagen. Och, ne. Dreckiges Mistvieh. Komm bloß nicht hierher. Wo ist denn die 4., Leute? Ich bin total konfus. Oh, nö, nicht so eine Midwife. Mutti. Ja, ich will dir meinen Sichtkontakt behalten. Also, da sage ich jetzt mal nicht Deadass. Das will man sich nicht angucken, Leute. Das will man sich doch nicht angucken, sowas. Das ist doch... Das ist doch schon Nötigung. War da noch was? Nö. Ich habe hier alles durchsucht. Es kann einfach nicht sein. Dann ist hier auf der Ebene wirklich nur eine, oder wie? Oder ihr schreibt es mir natürlich dann wieder und sagt, Bruger, bei da und da hast du wieder nicht geguckt. Ja, das passiert mir leider öfter. Aber wenn ich hier so durchwetze und es sind nicht wirklich so Dinger, die einem ins Auge springen, finde ich, diese Klimaanlagen.
Ja klar, jetzt, weil ich weiß, wie die aussehen, eigentlich schon. Doch. Ich sag's dir aber, so ist es, mein Freund. Oh. Oh. Was von Turnbull? Weißt du, Bronson hatte doch recht. Ich habe wahrscheinlich nur noch eine Stunde. Aber ich verfolge die Verwandlung und hoffe, dass die Daten jemandem nützen werden. Ich habe Tumore am Bein und am Rücken. Ich spüre das Ding in mir. Es kaut wird fitter. Meine Theorie ist, dass sie einen lebenden Wirtskörper brauchen, um die Verwandlung abzuschließen. Ich hasse Diego, hasse Korenschkin, hasse Tossi, die fünf. Wenn jemand dies findet, macht euch nichts daraus, falls ihr mich umlegen musstet. Ich war sowieso nicht mehr ich selbst. Oh. Richtig. Da wird's mir gerade ganz... Ach, guck mal da. Da wird's mir gerade ganz anders, wenn ich das höre, ne? Das sollte reichen. Wenn ich welche brauche, dann weiß ich ja, wo ich hinkommen muss. So, jetzt gehen wir mal systematisch vor. Hier war, glaube ich, eins. Da sind die Kühlkammern. Da war eins. So, hier unten war keins. Das weiß ich. Hier auch nicht in dem Bereich. Hier konnte ich nicht... Jetzt kann ich hier rein, Leute, in diesen Sektor. Vielleicht ist da die letzte. Seht ihr mal. Wenn man systematisch vorgeht, dann ist man immer besser dabei, als wenn man irgendwie planlos durchrennt. Wer kommt zu uns? Nein! So. Ich will nicht... Ja, ich fliehe. Aus gutem Grund, weil ihr eklig seid. Weil ihr Eierhälse seid. Du... Ah, diese Sounds sind so widerlich von denen, ne? So richtig widerlich. Die möchte ich schon fast gar nicht töten, weil sie so eklig sind. So, ich weiß noch, irgendwo war hier eine chirurgische Einheit, aber ich habe keinen blassen Schimmer, wo die war. Ach doch, ich glaube, ich weiß wo. Ja, ich glaube, ich müsste sie eigentlich nicht nutzen, aber ich habe den letzten Zugangsschlüssel. Ich freue mich. Oh. Nein. Ich gehe. Ist da noch was? Nein. Ich gehe. Komm schon, ich komme mir gerade vor wie in The Thing, wenn ich die Musik höre. So 80er Jahre Psycho-Horror, aber finde ich gut sowas. Mag ich. Von Diego. Ich glaube, die Pläne, welche die Masse für mich hat, sind großartiger, als ich mir je vorstellen konnte. Meine Verwandlung hat begonnen. Aber der Pfad ist noch fantastischer, als wir glaubten. Es handelt sich nicht um eine einzelne Mutation. Die Frau, die man mir versprochen hat, ist noch schöner als das. Sie sagen mir, dass ich in der Luft schweben und die Feinde unserer Biomasse mit meinem Geist angreifen werde. Mit unserem Geist? Du schenktest mir voll ein. Alter Schwede, hat er gerade die Bibel zitiert? Du schenkst mir voll ein? Den kenne ich noch. Pfeif drauf, ey, ich schieße es kaputt. Oh, nee. Frisst nicht. Aha, du blöde Kuh. Ach, deine Kleinen. Ah. Ich geb dir gleich Kleinen. Komm her, ich geb dir einen kleinen Schraubenschlüssel gegen das Gehirn. Wir brauchen eine Medikamente. Come to Daddy. Hässliches Mistvieh. Oh, ey, ich will hier nicht durch. Das ist so widerlich. Oh, guck mal. Ist das eine Kamera? Die ist kaputt. Sehr gut. Oh. Oh. Was ist das? Großes Nee, brauche ich nicht. Von Lösser. Ich weiß jetzt, was Miller vorhat. Heute Morgen. Heute Morgen sah ich Eric Blue. Sie kümmerte sich um irgendwelche Eier. Und sie war auf eine scheußliche, widernatürliche Weise verändert worden. Ich fürchte das Schlimmste für den Rest meiner Angestellten. Dieses Schwein, er wird nicht ungestraft davonkommen. Okay. Ach, pfeif auf die Pistole. Bald habe ich eh genug. Oh, da ist was. Das sind Upgrades. Upgrade-Einheiten. Ja, drei Stück. Ey, wie krank ist das denn? Ich brauche 50 für Stufe 5.
Normale Waffen. Hallo? Na gut, dann bin ich jetzt genötigt, mal ein bisschen Muni zu sammeln. Ist ja auch nicht so schlimm. Och, komm schon. Yes, yes, yes. Soll ich mir... Ich heb's mir noch auf, Leute. Korenchkin. Mein Gott, nein. Bitte nicht. Lang lebe die Masse. Ich bin eine Stimme in ihrem Chor. Oh Gott, nein. Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Alter Schwede, sag mal. Oh, was ist denn hier los? Energiepanzerung? Wie gut ist das denn? Warte mal. Ultratech Klasse 7 Kampfanzug benötigt Energie für Repulsorfelder und die Schutzplatten und erfordert eine Stärke von 3. Alle 5 Sekunden verbraucht sie 1% ihrer Energie. Die Ultratech Klasse 7 ist das Spitzenmodell der Militärabteilung von Trioptimum. Von den Schutzplatten ausgehen massive Titanpolymer. Zu dem 3 cm dicken Schutzfeld um den Träger des Panzers ist die Klasse 7 das Nonplusultra unter den Panzerungen. Offiziell sind Panzer der Klasse 7 für UNN-Truppen verfügbar, doch scheinen die meisten von Trioptimum-Einheiten getragen zu werden. Kann ich die mit Batterien aufladen? Das wäre super. Boah, das ist so ekelhaft gerade, dieses Geräusch hier, ne? Dieses Geräusch, Leute, ich sag's euch. Warte mal, da ich eh nur... Ich weiß nicht. Boah, ich habe so viel Sheet dabei. Wir haben so viel unnötigen Kram einfach. Glaube ich jetzt zumindest. Warte mal, Swift Boost. Kann ich mal einen wegtun? Die mag ich eh nicht so, dass ich hier so rumrenne. Dann kann ich mir nämlich jetzt mal diese Kampfpanzerung mitnehmen. Oh, oh. Was ist das denn? Doppel-EMP-Gewehr? Kann ich das denn schon so analysieren? Ja klar, kann ich. Nee, kann ich nicht. Schade. Ich will nur mal kurz wissen, was das macht. Aber dieser Sound hier. Das EMP-Gewehr erfordert eine Fähigkeit für Strahlenwaffen von 6. Und tschüss. Nee, Leute, nee, aber das werde ich niemals tragen können. Ich habe das ja schon angesprochen mit dem Energiedegen. Ich würde gerne, aber... Oh Gott. Die Anforderungen sind mir einfach viel zu hoch. Komm, immer diese verdammten Eier hier. Bam. Ich weiß genau, ich werde vergiftet, wenn ich dazu nah rangehe. Oh, komm. Zack, zack, zack. Nicht noch mehr Eier. Au. Ich kann nicht noch mehr um die Ecke. Oh, was ist das denn? Spidey. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich nehme dich. Spider-Man. Ich mag Spinnen, aber ich mag dich nicht, du olle Kuh. Komm her. Oh, guck mal, wie süß. Na, die hat einen ekelhaften Hintern, aber... Spinnen allgemein finde ich sehr interessant und süß. Und ich höre noch mehr. Ah! Warum rutsche ich denn so komisch vor? Was? Das hilft nicht. Mach das weg. Das ist ja gemein. Wie halt eine Spritze nicht ausreicht. Ach, ach. Schau an. 3 Stück. Ist da noch was? Ah, es ist so gemein. Ich komme da nicht vorbei. Was soll denn das? Ich muss es so machen. Es geht nicht anders. Och, nö. Die hässlichen Eier. Es ist zwar bald Ostern, aber ich finde euch trotzdem kacke. So, geht nicht anders. Geht wirklich nicht anders. Wenn, dann sagt's mir bitte, wenn ich mal... Oh, da sind ja noch mehr. Aha. Ja, diese Viecher heißen übrigens The Many. Das weiß ich ja jetzt dank euch. Ah, Reparatursoftware, das ist nett. Aber ich kann sie nicht benutzen, weil die redundante Software fehlt, glaube ich, oder? Warte mal.
Oh Leute, das ist die letzte. Ja, Reparatur und habe ich nicht. Ich glaube, ich muss doch mal vielleicht einen Punkt in Reparatur stecken. Yes. Na, komm. Endlich. Meine Messungen ergeben, dass der Aufzugsschacht frei ist. Gehen Sie jetzt zu Deck 4. Ich warte dort auf Sie. Oh, Leute, endlich Deck 4. Ich freue mich gerade. Ich freue mich gerade wirklich. So, aber ich werde nochmal ganz kurz zurückgehen. Was Sachen in meine Upgrade? Na, es reicht nicht für konventionelle Waffen. Weil ansonsten würde ich nämlich nochmal das Maschinengewehr weglegen. Och nö. Ach, du kannst nicht schießen. Haha, du kannst nicht schießen. Hihi. Ach komm. So, dann kann ich den ja auch wegschmeißen. Das Tri Optimum A. Nee, wie ist das? Egal. So. Erstmal hier auffüllen. Warte mal. Will ich was anderes skillen? Das ist die Frage, ne? Ich würde... Ach komm, ich... Ja... Bläh. Ich lasse es. Nein! Ich drücke immer Escape. Ich werde es wohl nie... Ich werde es wohl nie wegkriegen, irgendwie. Achso. Warte mal. Warte mal. Ich lege mal meine Rüstung weg und werde dafür mal diese Energierüstung... Nein. Werde dafür mal diese Energierüstung anziehen, denn ich muss ja eigentlich nur auf Deck 3... Theoretisch. Und da habe ich dann sofort eine bessere Rüstung. Zack, warte mal. So, wunderbar. Jetzt habe ich die hier schon mal gestapelt. So will ich das. Zack. Ja, so ist gut. Schmeiß die genau dahin. Aber nicht unter das Regal. Och, Mann. So, das kommt weg. Sehr, sehr schön. Ich freue mich doch. So langsam habe ich hier richtig gut Platz. Und durch dieses Upgrade habe ich jetzt auch meine ganzen Module mehr Strom verpasst. Ich glaube, das war durch Cyber, oder? Habe ich mal von euch gehört. So, ach, 50! 50 Panzerung, ist das gut, ey. Wo konnte ich denn nochmal Batterien kaufen? Das wäre ja richtig super jetzt. Dann könnte ich mir ja unendlich Energie mit mir rumschleppen. Aber ich soll es wohl nicht verschwenden für die Module, habt ihr gesagt, für die Implantate eben. Weil das dann ein bisschen unnütz wäre in dem Falle. So, warte, ich will aber nochmal ganz kurz also so ein Chirurgie-Modul. War das hier? Nee. Waren das nochmal? Irgendwo war hier doch so ein Chirurgie-Modul. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Ja, die paar Punkte, die heile ich mir jetzt nämlich so, bevor ich da irgendwo rumwetze. Oh, ich freue mich drauf. Dr. Polito, endlich mal einen Mensch zu treffen hier. Das ist so super. So, hier war es, glaube ich, ne? Nee. Was ist denn das blöde Chirurgie-Teil? Gibt's hier gar keinen. Na egal. Da werde ich mich doch so heilen. Ich habe ja so viel. Ich habe eigentlich so viel. Und ich habe jetzt auch richtig Platz. Das finde ich super. So, vielleicht finde ich ja Natrium auf Deck 4. Oh, Leute. Es wird so spannend. Operationsdeck. Gut, dass die Karte nicht so groß ist irgendwie. Oh. Hier spricht Xerxes. Melden Sie Ihrem unmittelbaren Vorgesetzten bitte alle illegalen Datenbankzugriffe. Was? Ah, egal. Da hat eh nur was unwichtig. Was? Was? Nee. Erstmal da, wo ich eine Karte habe. Dr. Polito! Von Yount. Kenne ich noch gar nicht, glaube ich. Simulationscomputer 4 fehlt schon wieder aus. 6 von uns schufteten das letzte Mal 12 Stunden lang, bis er wieder funktionierte. Ich sah mir die Logdatei an und der letzte Online-Benutzer war Malik. Er stritt es natürlich ab. Ich erzählte es Bronson und diese paranoide Ehre kam mit ihren 14 Soldaten und witterte Blut. Aber sie konnte nicht beweisen, dass Malik es getan hatte. Verdammt, warum würde jemand einen Sim-Computer sabotieren? Ich weiß nicht. Alarmsperre. Hören wir nochmal das von Malik, das passt ja. Ich habe ein kleines Geheimnis, von dem die Masse nichts weiß. Ich habe im Rahmen einer Umprogrammierung der Sim-Computer manuelle Kontrollen erstellt und sie drei besonderen Freunden anvertraut. Ich habe sie rot angezogen und ihnen gesagt, sich vor Fremden zu hüten. Ein schlauer Hacker lässt immer ein Hintertürchen offen. Hört sich ja so falsch an, mein Freund. Na gut. Bevor ich mich an die Erforschung des Operationsdecks mache, Leute, würde ich sagen, ich mache hier nochmal eine kleine Pause.
Ich würde mich sehr über Feedback freuen, also Bewertungen und Kommentare. Und ja, wir sehen uns wieder nächstes Mal, wenn es da heißt System Shock 2. Ich freue mich.